Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Wir sind wieder am Start. Episode Nummer 116 oder 17? Ich glaube 17 fast schon ist heute am Start. Das heißt, Leute, es geht immer weiter und es macht einfach mit am meisten Spaß immer noch. Ich weiß nicht, wieso diese 7 Minute Squads mich so angefixt haben, nachdem ich sie bei Jack54HD gesehen habe. Aber mittlerweile, ja, liebe ich sie einfach. Und es ist einfach genau das, was ich liebe. Schnell Teams bauen, die interessant sind und immer wieder mit neuen Spielern, die ich ausprobieren kann. Euch gefällt ihr auch. Und wenn euch diese Episode gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich extrem drüber freuen, wäre eine großartige Geste. Wenn wir 1000 schaffen, wäre das richtig, richtig geil. Also, wenn es euch gefällt, haut das raus. Wenn es euch nicht gefällt, lasst ein Dislike da oder guckt es euch nicht an, je nachdem, wie ihr das handhaben möchtet. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch die Serie immer noch so gut gefällt. Euch die Serie ist auch wieder schön. Egal, das Reden ist mir ja noch nie so einfach gefallen wie in den letzten Wochen. Ihr habt es eventuell gemerkt, auf Fastplayer dabei, aber das ist nicht so schlimm, denn darum geht es ja heute. Nee, es geht heute um ein neues Team und wir schauen direkt mal nach, wer in diesem Team denn so drin sein wird. Ihr habt gesehen, beziehungsweise ihr seht gerade, ich habe Bastian Oczipka gesucht. Die Karte sieht allerdings nicht so stark aus, wie ich dachte, wenn man so mal drauf guckt. 72 Tempo ist eigentlich schon relativ wenig. Ich habe den schneller in Erinnerung. Aber gut, von mir aus alles klar. Wir suchen einfach Nummer 1, aber das war nicht richtig. Es muss nämlich Gold eingestellt sein. Allerdings wird auch hier Jordi Alba sein. Nein, es wird Daniel Bayer. Ach Mensch, guck mal einer an. Sehr interessant. Wir sehen übrigens gleich, in welcher Formation wir heute spielen. Und den nächsten Spieler suchen wir dann gleich. Ja, wir spielen im 4-1-2-1-2. Habe ich mir gedacht, sieht ganz nice aus. Eigentlich haben wir länger nicht mehr gehabt, auf jeden Fall. Und von daher werden wir heute in dieser ja früher stärksten Formation, mittlerweile immer noch sehr, sehr starken Formation spielen. Bayer passt natürlich perfekt, denn er ist ein Sechser. Und jetzt schauen wir mal nach, nachdem wir kurz gewartet haben, welches unser nächster Spieler werden wird. Bayer wird abgelaufen sein. Und naja, sehen wir mal nach. So, das wird Ezequiel Garay. Das ist sehr interessant. Der ist nämlich sehr, sehr langsam. Ich hätte lieber Ayman Abdennour gehabt, aber gut, auch mit Garay muss man klarkommen. Und das werden wir natürlich jetzt versuchen. Und dafür stellen wir den Counter, beziehungsweise den Timer natürlich ein. Und mal sehen, ob ich es in 7 Minuten fertig bringe, ein Team zu bauen. Ich bin zuversichtlich und wir starten das Ganze in 3, 2, 1 und go. So, ab geht der Fisch. Ich würde sagen, als erstes können wir mal gleich den guten Abraham kaufen. Denn Abraham ist immer ein argentinischer Innenverteidiger aus der Bundesliga. Ist sogar Gold mit einem 77er Rating. Auch wenn du von Abraham eigentlich nie was siehst, habe ich so das Gefühl. Spielt der überhaupt nicht? Ist der verletzt oder so? Ich habe keinen blassen Schimmer. Egal, für 500 Münzen kann man das mal machen mit dem Tempo. Sieht das eigentlich noch ganz passabel aus. 73, 77 Defending und 78 Physik. Geht auf jeden Fall ja ganz in Ordnung. Wir brauchen als nächstes jetzt die Frage, wir haben Argentinier, das heißt, wir brauchen jetzt als nächstes erstmal einen Torwart. Und dieser Torwart wird von Zenit St. Petersburg kommen oder ein Argentinier aus der russischen Liga sein. Da ich mir mal relativ sicher bin, dass es da keinen Argentinier gibt und damit richtig liege, werden wir uns Malafeev oder Logigin holen, je nachdem, wer da so besser aussieht von den Werten her. Und das ist eindeutig Logigin. Mal sehen, wie günstig wir den ziehen oder kriegen werden. Aber ich, ja, komm, machen wir einfach mal hier. Die Zeit nehme ich mir mal, denn deshalb kann ich weiter überlegen. 600 Münzen ist viel zu viel. 400 Münzen vielleicht? Vielleicht? Nö, okay, dann 450. Nö, nur Malafeev. War früher eigentlich der bessere von beiden, meiner Meinung nach. Zumindest in FIFA. Ich weiß gar nicht, ob es das ja Logigin überhaupt gab. Aber früher war Malafeev immer ganz gut eigentlich. So, Logigin. Gut. Weiter machen wir mit einem Rechtsverteidiger aus Argentinia. Ja, machen wir einfach mal. Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger, weiß ich noch nicht so genau. Zabaleta wäre natürlich hier die gute Variante, die man nehmen könnte. Allerdings, gucken wir mal kurz nach dem Linksverteidiger, denn ich muss das ja auch irgendwie verlinken und ich brauche für Bayern deutschen Spieler. Und ich glaube, es gibt wenige deutsche rechte Mittelfeldspieler. Es gibt natürlich Serge Gnabry, den man benutzen könnte, theoretisch. Aber das ist nicht ideal, sag ich mal, weil er halt, naja, nicht so stark ist. Ligue 1 gibt es natürlich nicht. Serie A wird es auch nicht geben. Da gibt es eine Lukas Podolski natürlich. BBVA gibt es leider auch nicht mehr, weil Trochowski nicht sogar linkes Mittelfeld? Nee, was ist denn Trochowski? Gibt es Trochowski überhaupt noch oder ist der komplett tot? Trochowski. Gibt's nicht. Okay, alles klar. Dann ist er wahrscheinlich gar nicht mehr bei Sevilla oder wo immer er war. Dann nehmen wir einfach Zabaleta und Serge Gnabry. Zabaleta. So. Hätten wir natürlich auch mit Bobadilla verlinken können, den guten Bayer, aber dafür ist er zu weit vom Sturm weg. Und nehmen dann jetzt Serge Gnabry. So, übrigens brauchen wir noch einen Linksverteidiger von der TSG 1899 Hoffenheim, was im Endeffekt dann wahrscheinlich auf Park rauslaufen wird. Heißt der Park oder heißt der Jun oder heißt der irgendwas? Ich habe keinen blassen Schimmer. Beck ist auf jeden Fall der Rechtsverteidiger und der Linksverteidiger heißt
Kim Jin-sun und ist teuer. Das gefällt mir aber nicht so wirklich. Na egal, bieten wir 1500 drauf. Muss schon irgendwie passen. Gut, als nächstes brauchen wir einen linken Mittelfeldspieler, beziehungsweise einen zentral-offensiven Mittelfeldspieler. Am besten, wenn wir es so handhaben wollen von Augsburg, dann ist nämlich der Kollege... das ist die falsche Bundesliga. Der Kollege Bayer fast schon versorgt, zumindest wenn wir einen von Augsburg finden. Der deutsch ist. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Da haben wir Südkorea. Aber das geht ja nicht zu verlinken. Das ist ja quasi unmöglich. Gut, zentrales Mittelfeld haben sie Höybjerg und Feulner. Feulner ist jetzt am wahrscheinlichsten, dass ich den da hinstellen werde. Es wird heute silberlastig. Okay. Gut, dann brauchen wir jetzt noch einen... Ja, was brauchen wir jetzt eigentlich noch? Einen linken Mittelfeldspieler. Das wird nicht no-links wasted werden jetzt aus der Bundesliga. Am besten einfach aus der Bundesliga. Wir können auch einen Deutschen nehmen. Aber wo gibt es deutsche linke Mittelfeldspieler außer Lukas Podolski außerhalb der Bundesliga? Eigentlich Schürrle. Aber in der Liga sind wir schon, von daher egal. Koscher, gibt es nicht noch To sonst was? Gucken wir mal nach türkische Liga. Super League. Zack. Und Finn Koscher, Pektürk. Der war mal richtig gut. Guck mal, hier Öztekin. Liste. Aber, jetzt haben wir ein Problem, denn wir brauchen einen Stürmer von diesem Verein und dann noch einen... vielleicht haben wir ja Glück, Galatasaray. Aber die haben, glaube ich, weder einen Franzosen... Niederländer ist nicht okay. Denn wir müssen ja Gnabry irgendwie verlinken. Wobei da ein Weakling reichen würde. Aber der braucht ja... das reicht also nicht. Podolski hat nur Janem Wia als Franzosen, glaube ich, als Link. Das heißt, auch das wird uns nicht wirklich weiterhelfen. Das ist jetzt schwierig. Was hat Inter für Stürmer? Haben die irgendeinen, den ich vergesse, den man benutzen könnte? Palacio, Kovacic. Shaqiri. Und das Ding ist, Arsenal hat einfach einen Engländer, einen Franzosen. Was hat Arsenal noch für Stürmer? Ich glaube sonst nichts. Ein Tschechen theoretisch. Aber wann hast du mal einen tschechischen Stürmer gesehen? Giroud. Ja, Cazorla könntest du nehmen, aber die haben auch keinen Spanier, Inter. Einen Deutschen haben sie theoretisch, aber du hast eine Klose. Ja, aber dann ist Bayer so komplett überlinkt. Das finde ich auch nicht so geil. Wir nehmen einfach einen linken Mittelfeldspieler aus der Bundesliga. Auch wenn das alles gerade noch nicht so ganz ideal ist. Das ist die Premier League. Sehr gut. Sinnfreie Überlegungen gerade, glaube ich zumindest. Weiß ich noch nicht so wirklich. Aber hier gibt es auch nur Wally. Sieht echt nicht stark aus, ne? Aber dann könnte man... Weiß ich nicht, ob ich lieber Ribéry nehmen würde. Ja, sehr gut. Ribéry kostet halt auch nichts mehr, aber Ouali wäre wieder Silber. Eigentlich mal wert, den auszuprobieren, oder? Komm, wir sind sowieso so viel Silber. Jetzt haben wir hier Augsburg quasi drin und dann können wir hier quasi jetzt im Endeffekt... Und Hoffenheim war auch drin. Dann können wir auch Paderborn auch mal mit reinnehmen. Wir haben jetzt im Endeffekt nur drei Ligen, was nicht so geil ist. Aber naja, das ist halt relativ schwierig, um Bayer was zu bauen. Das ist nun mal einfach so. In der Formation allgemein Hybrid zu bauen ist nicht das Allereinfachste. Und wenn du dann Garay und Bayer hast, dann wird es auf jeden Fall schwierig. Remy stellen wir dann in den Sturm. Zusammen mit Giroud. Ich baue das mal eben fertig und ja, bin dann gleich wieder da.
So, Freunde, da sind wir wieder. Das Ganze ist nicht No Links Wasted, wie ihr schon sehen könnt. Bayer hat einen Link zu viel und natürlich hat Giroud gleich einen Link zu viel und Gnabry auch. Hätte hier einfach irgendeinen französischen Stürmer hingeklatscht aus der Premier League, beispielsweise Cabella als Stürmer. Dann hätte immer noch hier der Kollege Kim Jin-Soo einen Link zu viel und Bayer einen Link zu viel. Aber trotzdem sieht das Team an sich relativ okay aus. Nicht zu krass, weil wir auch nicht so viele Nationen und Ligen haben. Aber gut, was willst du machen? Wir haben 1, 2, 3, 4... 5 Nationen und 3 Ligen, muss man mit leben, kann man mit leben, ich suche einen Gegner und bis gleich. Na geil. Ich fasse das alles gar nicht mehr, ne? Es hat eine halbe Stunde gedauert und jetzt habe ich endlich einen Gegner gefunden und er hat ein sehr, sehr langweiliges BVA-Team mit James Rodriguez als Starspieler, Iborra Benyat, Pity auf rechts, sehr langsam, Iniain auf links, vorne wie gesagt Bakka und Torres zusammen mit James Rodriguez, hinten Mathieu Otamendi und Miranda im Tor, Ochoa geht stärker, ich sage das aber immer. Na 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 na, Giroud. Oh. Oh Gott. Nein, das geht besser. Nicht gut. Oh, das war auch gar nicht gut, was mein Gegner da macht. Aber noch ist es nicht vorbei. Ja, okay, Logigin ist da. Übrigens, mal kurze Zwischeninfo, ist mir gerade so eingefallen, ich habe keine Ahnung wieso. Freunde, ich wollte ja eigentlich Livestream nächste Woche ein paar Mal wieder, Liverpool-Karrieremodus und so weiter und so fort. Ist jetzt mir gerade aufgefallen, ist zumindest am Montag nicht möglich, also heute quasi nicht möglich, weil meine Freundin hier sein wird abends und ich deswegen nicht streamen werde. Hab da Besseres zu tun. Das hat sich jetzt auch wieder mal, naja, egal. Dienstagabend. Weiß ich nicht, könnte aber gut sein, ist wahrscheinlich der einzige Termin. Donnerstagabend bin ich wieder bei meiner Freundin, die hat nämlich Donnerstag Geburtstag. Freitag habe ich mündliche Prüfung, weswegen ich Donnerstagabend nicht streamen werde. Und die nächste Möglichkeit ist jetzt wieder Freitagabend, beziehungsweise auch Samstagabend nach der Bundesliga. Also mal sehen, wann ich das nächste Mal streamen werde. Ihr werdet es auf jeden Fall hier auf, Alter, YouTube und auf Facebook erfahren. Na, 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 Giroud. Na, geht doch, 1-0. Ich weiß, dass er eigentlich Giroud heißt, aber ich glaube, er wird in England Giroud ausgesprochen oder Giroud. Oder ich habe keine Ahnung, warum ich das D da rangepackt habe. Steht halt im Namen drin, das wird zwar nicht mitgesprochen. Egal, ist ja auch vollkommen Lachs. 1-0, wurde auch langsamer Zeit. Ist kein besonders super starker Gegner, aber schlecht ist er jetzt auch nicht. Also es gab schon deutlich schlechtere. Vollner ist so ein bisschen der Aktivposten in diesem Team bisher, was mich wirklich nicht nur überrascht, das ist wirklich sehr erschreckend eigentlich, aber auch ganz cool gleichzeitig, von daher will ich mich da mal nicht beschweren. Mathieu kriegt hier jetzt gelb, an der Stelle fällt mir das gerade ein. Glückwunsch natürlich an alle Barca-Fans, beziehungsweise an Visca Barca und den FC Barcelona für die spanische Meisterschaft, die sie sich diese Saison auf jeden Fall, vor allem nach Reals Down-Phase, redlich verdient haben. Gerade auch Neymar, der eine extrem geile Saison gespielt hat. Für die Blaugrana. Also, ja, läuft. So, jetzt leckt es hier. Das finde ich nicht so schön. Da haben wir wieder unser Aktivposten. Da haben wir Giroud. Und es ist Halbzeit. Oh, Giroud. Warum spreche ich den überhaupt so? Egal. Fast mit dem 2-0 hier. Mit dem Seitfall. Sie hätte auch einen Kopf nehmen können. Aber gut. Allgemein gefällt der mir. Ich weiß nicht. Normalerweise. Das war ja letztes Jahr auch so. Der bei Your Second Inform war mein Lieblingsstürmer. Schade, dass der dieses Jahr keinen Inform hat. Ach, große Nase, der Typ, ne? Egal. Ja, also, keine Ahnung, irgendwie der Stürmer-Typ mal gefällt mir von Giroud. So, da sind wir mittlerweile. Giroud mit 8,0, das war's dann von dieser Episode. Der Gegner hat also abgebrochen, warum auch immer, ich weiß es nicht so wirklich. Es war jetzt die zweite Halbzeit, es war noch relativ früh in der zweiten Halbzeit, der hatte Chancen. Und, naja, aber wenn er meint, dass er absprechen muss, dann muss er halt absprechen und nicht abbrechen. Naja, vollkommen egal. Wir sind beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wunderschönen Tag noch. Randy Run, Instagram und Facebook, wie in der Videobeschreibung. Ja, bis dann, wunderschönen Tag noch, haut rein. Und ciao.